Was gibt's da blöd zum Schauen, hä? Schau mal, was von Privatsphäre gehört, hä? Ich glaub nicht. Leo, jetzt sagst du einmal was zu ihr, wegen der Filmerei. Mit mir geht das schon ein wenig zu weit. Verstehst? Ey, komm, Fips, sei doch nicht so. Schau, wann's ihr taugt. Und mit der Ausstellerei da, jetzt für den Brei, das ist auch so eine Sache. Bin ich eigentlich nicht einverstanden. Aber du, Leo, du sagst ja da nie was. Jetzt lass mich mal in Ruhe, Fips, mit deinen Sachen. Mann, hey, was dauert da jetzt so lang? Das gibt's ja nicht. Weil ich sag's da. Das ist ein Albtraum. Schau, fertig. Gut war's. So, aber jetzt bin ich dran, gell? Weg da. Zuerst einmal überprüfen, wegen der Temperatur. Ja, passt eh gut. Leo, weg mit dir da, gell? Das ist jetzt meins. Aua, Baby, was fällt dir ein? Wieso? Baby, du darfst du nicht den Hintern beißen. Nicht wegbringen, gut bei uns. Verstehst du so? Gibst mir da das jetzt wieder, Leo? Ich war dran. Schau, jetzt nimmt es uns weg. Das hast du jetzt davon. Hey, was ist mit dir los? Die Bude mal dumm wie ein Blitz. Hopp. Ich kann noch viel mehr, das werdet ihr gleich sehen. Ich kann nämlich außerdem auch noch am Schnüssen fressen von Oli. Es bringt mir alles so Niedlichkeitspunkte, wenn ich so um und um hupfe wie ein Zirkuspferd. Und bei mir bringt es sich sicher auch viele Punkte. Keine Chance. Ich besser nicht. Wieder keine Chance. Thank you.
measles worm. Dies ist mit meinem treuherzigen Blick. Der bringt sicher auch viele Punkte beim Bewerb. Das habe ich lang geübt. Man muss nur in den Kopf ein wenig auf Zeiten tun. Das ist alles. Das wirkt schon. Also ich vertraue auf meine natürliche Ausstrahlung. Ich brauche Sommer nicht mehr. Mausi, ich zeig dir jetzt meine Geheimwaffe beim Bewerb, okay? Also, das ist der Blick, der heißt Unschuldslamm. Wie findest du? Hm? Zwerge, ich sehe ihn gar nicht, weil du schaust in die falsche Richtung. Verstehst du? Ich kann ihm aber nur nach rechts. Verstehst du? Ich hab gehört, angeblich wollen jetzt andere Damen auch mitmachen. Von auswärts. Immer, mir ist ja wurscht. Die sollen tun, was wollen. Aber das natürlich vermindert halt meine Chancen. Ich hoffe halt, dass so Alterskategorien machen. Für mich. Weil sonst war es irgendwie unfair. Ist halt meine Meinung. Mir dann die fürs Weh beim Bergokran. Fips, hast du auch eine Geheimwaffe beim Wettbewerb? Hm? Ja, sicher, Mausi. Schau mich doch einfach an, dann weißt du das, was ist. Ich sehe sicher aber nichts, Fips. Ja, mein Ohren war ihn halt. Das ist eh einmal klar. Na, das wird heute wieder viel mit Überlänge. Mich wundert das sowieso, dass sie das die Leute anschauen, weil eigentlich ist immer das Gleiche. Aber jetzt haben da schon 13.000 angeschaut. Das ist 3-9. Das muss man sich einmal vorstellen, als Meerschweinchen. Ist nämlich schon ganz schön viel. Hätte ich mir jetzt sagen wir auch nicht gedacht, dass wir einmal so berühmt werden. Und du, Flo? Hä? Hast du das gedacht? Wie du sagen wir frisch hergekommen bist? Nein, nicht. Und soll ich dir jetzt einmal was verraten, Flo? Die schauen von der ganzen Welt schauen die zu. Von Australien und Amerika und sogar von Japan, habe ich gehört, wie sie das gesagt hat. Das ist nämlich schon heftig. Und wir haben ja nur Babys vor kurzem geglaubt, dass das da gleich hinter dem Zaun da bei uns die Welt aufhört. Dabei stimmt das gar nicht. Jetzt kommt bald der Frühling. Glaub halt ich. Du, Fips, hast du zwei gesagt, dass jetzt bald der Frühling kommt? Glaubst du das auch? Ja, irgendwie schon. Weil draußen, da hört man jetzt schon die Vögel. Wenn man genau hinhört. Und die kommen immer zuerst. Und dann kommt der Frühling. Also jedenfalls, ich freue mich schon voll. Ja, ich mich auch.